Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP und zwar mit einer sehr, sehr unschönen Sache, die ich ankündigen muss. Es geht um das gute alte Projekt Lylat Wars, was ja derzeit pausiert ist und es sieht im Moment leider so aus, dass ich das Projekt auch noch weitere Zeit pausieren muss. Die Gründe dafür sind folgende. Und zwar, wie ihr ja wisst, wenn ihr das Projekt verfolgt habt, hatte ich in den letzten Videos ziemlich arge technische Probleme, wo also wirklich die Aufnahme zwischendrin hängen geblieben ist und ich dann auf einmal so eine komische Stimme hatte. Ja, und ich habe jetzt letztens die Aufnahme Sektor Z mit dem Gastkommentator Otzedotze gehabt und da waren genau dieselben Probleme immer wieder. Die Tonspur hat sich so dermaßen verschoben, sowohl bei den Audioaufnahmen als auch bei der Aufnahme vom Ingame-Sound und so weiter, dass ich jetzt wieder einen anderen Ingame-Sound runterlegen müsste, dass ich meine Audiospur so aufsplitten müsste, dass es wieder halbwegs passt, dass ich wahrscheinlich 3 Tage nur mit Rendern beschäftigt bin bei diesem Video. Deswegen werde ich dieses Video nicht hochladen. Und deswegen wird Lylat Wars jetzt auch erstmal pausiert, weil ich eben diese technischen Probleme jetzt ständig habe, wenn ich mit Gastkommentator aufnehme. Es ist wirklich so, mein Computer packt das aus irgendeinem Grund im Moment nicht, mit Gastkommentator aufzunehmen, zumindest was die Grabber-Projekte angeht. Also Debut, Stimmaufnahme und dann auch noch Skype nebenbei, das ist aus irgendeinem Grund im Moment zu viel für meinen PC. Vor ein paar Monaten ging das noch, jetzt allerdings keine Chance mehr, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, warum der Arbeitsspeicher das im Moment nicht mehr packt. Ich habe wirklich eine Computerauslastung von 100%, wenn ich das mache. Wir haben das dann nämlich mal getestet. Es ist wirklich so, es ist wirklich extremst. Und solange ich diese Probleme jetzt nicht beheben kann, macht es überhaupt keinen Sinn, das Projekt fortzuführen, weil dann wirklich jedes Video diese Hänger hätte und ihr wisst ja vielleicht, dass ich Lylat Wars nochmal let's playen wollte, eben weil ich schon beim ersten Projekt so viele Hänger hatte, was noch mit Emulator aufgenommen worden ist. Und eben diese Qualität wollte ich euch ja nicht mehr bieten. Ich will wirklich, gerade weil mir Lylat Wars so am Herzen liegt, das Projekt wirklich im bestmöglichen Licht präsentieren und nicht andauernd mit irgendwelchen technischen Problemen da glänzen, meine ich. Das muss nicht sein. Deswegen, leider, muss ich Lylat Wars erst einmal pausieren. Otzedotze, es tut mir wirklich leid, dass das Video jetzt nicht hochgeladen wird. Du hast eine wirklich tolle Leistung abgeliefert. Ich habe es dir ja im Video selbst nochmal gesagt. Es war wirklich sehr lustig mit dir, die Aufnahme. Ich finde, das hat echt gut gepasst dafür, dass wir zum ersten Mal miteinander aufgenommen haben. Es war wirklich eine sehr witzige Aufnahme. Ich finde es schade, dass ich das jetzt nicht hochladen kann, aber naja, auf der anderen Seite, ich werde dich sicherlich dann wieder ins Boot holen, wenn ich dann den Sektor Z nochmal aufnehme und dann gehen wir das Ganze an und dann wird es noch besser als vorher. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja, nicht traurig sein. Ich muss diese Maßnahme jetzt leider treffen. Und diese Maßnahme betrifft jetzt leider Gottes nicht auch nur Lylat Wars, sondern auch sämtliche Gastkommentator-Auftritte, was meine USB-Grabber-Projekte insgesamt angeht. Das heißt, ich werde auch bei Dragon Ball Z und auch bei Mickey Epic keine Gastkommentatoren vorerst einladen können. Bei Dragon Ball Z hatte ich es einer Person versprochen, dass sie mit dabei sein darf. Das muss ich jetzt leider erst einmal auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben. Dragon Ball Z geht ja auch noch ein Weilchen. Ich hoffe, dass wir das dann noch hinbekommen irgendwann. Aber im Moment kann ich nichts versprechen. Das Gute ist, dass ich Dragon Ball Z und Mickey Epic ja Gott sei Dank auch ohne Gastkommentator fortsetzen kann. Das ist bei Lylat Wars, weil es ja ein reines Gastkommentator-Projekt ist, leider nicht möglich. Das heißt, im Moment bleibt es bei 2 Projekten, Mickey Epic, Dragon Ball Z und gut, ja, Bruce Lee werde ich nächste Woche wieder hochladen mit Chainsaw Man 16. Das war's dann allerdings vorerst mit Projekten, also, das heißt nicht, dass ich danach aufhöre, ich meine, mehr ist dann halt im Moment nicht drin, auch aus zeitlichen Gründen. Diese beiden Projekte, das wird dann jetzt erst einmal das sein, was ich hochladen werde und dann hoffentlich kommt Lylat Wars schon wirklich in wenigen Wochen wieder.
ich arbeite wirklich fieberhaft an einer Lösung. Ich werde wirklich versuchen, das hinzubekommen. Und dann werde ich auch wirklich zusehen, dass ich das Projekt nicht mehr pausieren muss, dass ich mir alle noch fehlenden Gastkommentatoren, es sind jetzt insgesamt noch 8 Gastkommentatoren, die mir fehlen, die werde ich mir noch ins Boot holen und dann, Freunde, dann, ja, wird dieses Projekt seinen epischen Abschluss finden. Ja, ich bitte um Verständnis. Ich hoffe, dass es sehr bald mit Lilith Wars weitergeht. Ansonsten geht es wie gewohnt weiter auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.